Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Wow, geil. Ja, in der letzten Folge, da haben wir uns in Fosen eingeschlichen, um unseren Kontaktmann hier zu treffen, der hier irgendwie ein Spion ist für uns. Und damit machen wir jetzt weiter. Ja, der Typ, ne? Der ist ja schon irgendwie wichtig anscheinend, weil der irgendwie, keine Ahnung, schon in einigen Cutscenes vorkam. Also mal schauen. Der nochmals. あの子、あんたの妹なの?いや、あの子の両親に信じまったんだ。ひどい拷問を受けている。そんな、拷問なんて。物資作戦の話にしろ。こっちに来てくれ。ファーゼンの工場地帯は、渓谷に沿う国で、低層と高層に分かれているが、渓谷の装甲列車は高層に張り巡らされた線路を走行して攻撃をしてくる。 こちらの攻撃が届かないように乗られたわ。手も足も出ないな。そこでこいつの出番だ。ラグナイトバッタ。帝国の連中の目を盗んで少しずつ材料を集めて作ったのだ。威力はお墨付きだぜ。そうですよ。忘れんのか?俺が破壊するのは装甲列車じゃない。こいつ。なるほど。鉄橋を爆破させて、 Klingt einfach genug. Warum können wir nicht einfach auf das Ding draufschießen mit unseren Lanzern? Ich meine, okay, ich habe bestimmt keine Ahnung von manchen Reden, ne? Aber lustig wär's. Oh Gott. Er hat sein anderes Auge geöffnet. Ah, ist wieder zu. Kann es sein, dass der Typ die Stimme von Sanji hat? Aus One Piece? Ja, ist bestimmt die Stimme von Sanji. Hab ich irgendwie voll erkannt. お前さんにはそれが分かっているのに、どうしてダルクス人はダメなんだ?この世にはいろんな人種がいる。それぞれ特徴があって、一人一人違って。人間も歌と同じようにそれぞれに良さがある。俺はそう思うよ。
Ein Chor, genau. Ich wollte auch mal einen Chor erstellen, Weihnachtschor. Aber da hat irgendwie niemand mitgemacht. Boah, nee. Warum? Warum er schon wieder, ey? Und Lago kommt jetzt gleich wahrscheinlich mit 15.000 Karottensorten oder so an. Oh Gott. いや、面白いやつだな。人間と昆虫を同じ土台で考えちまうなんて。まあ、そういうことだ。いがみ合っていても仕方ない。仲良くやろうや。よし。作戦は日の出とともに開始する。各員、戦闘準備を怠るな。 Jo. Ja, war was, Sanji, ne? Hätte jetzt nur noch Rosie-Chuan sagen müssen und dann wäre es auf jeden Fall gleich gewesen. Ja, hätte ich es erkannt. The Faces of War, die Gesichter des Krieges wandert. Stand da, oder? Ja, stand da. Jetzt steht's da. Wenn ich dann kopiere ich dazu rein. Isara-Chuan. Verdammt! Es gibt keine Hoffnung, wir werden alle sterben. そう、という狂気の中で激化して。目を背けたくなる現実だけどさ。人は現実を知ることで成長するってもんだ。サカさん。ま、気楽に行こうや。人生は長いんだ。全ては俺たちの気持ち次第だって思うぜ。 Oh Gott! Sein Auge! Warum macht er es dauernd zu, wenn er es öffnen kann? Mach es wieder zu, bitte. Okay, so geht auch. Es ist bestimmt durchgehend geöffnet. Macht mir irgendwie Angst. So, The Liberation of Frozen. Ja klar, schaut mal das auch. The Liberation of Frozen. The Liberation of Frozen. Blah. Okay. Zweite Mission in diesem Kapitel. Kein Ding. Bisschen Aufstellung und weißt du was ich eine Runde vielleicht noch schaffen war. Jetzt kommt eine gute Mission. Die habe ich noch ein bisschen im Kopf. Okay. Die Zeit ist gekommen, das Fausen-Imperium das Imperium aus Fausen rauszuschmeißen und so. Und den gepanzerten Zug fertig zu machen. Wir werden von Norden aus beginnen und bis zum Süden, wenn der Stadt. Hä? Wir sind doch im. Hä? Egal. Ich kann nicht Englisch. Rechne mit vielen Kämpfen auf dem Weg. Du wirst ihn durchhalten und. Wohl verletzt ausschalten. Das Ziel ist es, diesen Zug zu zerstören oder die Schienen und den Zug da oben. Wir müssen den Zug kaputt machen, mein Gott. Wir müssen die Schienen kaputt machen und den Zug da reinschmeißen. Ihr wisst schon. Habt ihr nicht zugehört gerade oder was? So. Genau, ich wollte jetzt ein bisschen meine Strategie ändern. Und zwar, ich wollte mehr Scouts reinpacken, weil ich habe keinen Bock immer, dass die ganze Gruppe irgendwie 10 Millionen Kilometer entfernt vom Kampf sind und ich nur die Hälfte der Leute benutze. So, die müsste ja wohl irgendwie was bringen können. So, wir müssen Explosionen aushalten. Das heißt, der Bombensquad kommt mit. Wer ist noch mal im Bombensquad? Das ist
Warte mal, Elias, ne? Und Wendy auf jeden Fall. Und dann noch irgendjemanden hier. Wer sieht denn aus, als würde er gerne Sachen in die Luft jagen? Nennt sie auf jeden Fall. So, so viel zu meinem Plan, viele Scouts einzusetzen. Da wird schon irgendwie klappen. So. Yeah! Verdammt! Mann! Ich kann das so schlecht erkennen, wenn die ihren Satz beenden. In Japanisch jedenfalls. Das ist so schwer zu erkennen. Eieiei. Na gut. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Wir haben Scharfschützen, die nichts treffen, und Lanzenkämpfer. Raketenwerfer, Lanzenwerfer, Dingenskirchen, Lago, die ganz weite Fährte Leute treffen können, und das wird schon klappen. Okay, da sind sie im Hintergrund. So, Playoff. Natürlich kommt eine Cutscene erstmal. Sowieso geplant, alles auf dem Weg zu töten. Was meinst du mit üben? Hast du irgendwie aus Langeweile andere Typen irgendwie in die Luft gejagt oder was? Egal. Alles klar. Was? Dann zieht jemand auf uns mit einem Mörser. Ein Mörser? Mörser. So, geh doch mal vor. So, und da sehe ich schon Minen. Kann ich nicht an denen vorbei, so? Nee. So, du. Wen haben wir noch alles? Den treffe ich nie im Leben. Den vielleicht. So, ich mache dich als erstes fertig, oder? Obwohl, da kommen noch viele Leute irgendwie, die... Ja, ich mache dich einfach fertig, so. Zack! Jetzt haben wir mit meinen Fußsoldaten vielleicht noch ein bisschen machen können, aber... Ja, lass mal so. Geht schon so. So, dann kommt als erstes mal Claudia. Boah, ich hoffe, sie schafft es bis dahin. Okay, wenn nicht, dann muss ich sie im nächsten Zug. Ich will auf jeden Fall nicht zweimal die gleiche Person im gleichen Zug benutzen, damit auch irgendwie alle irgendwie im Geschehnis drin sind und ich nicht wieder mit 3-4 Leuten nur vorne bin und die anderen irgendwie hinten vergammeln. So. Oh geil. So ein bisschen nach hinten, vielleicht treffen wir uns da nicht. Hier, sie trifft nie im Leben irgendwas. So, wen haben wir noch? Marina. Du wirst doch wohl irgendetwas treffen können, oder? Hm, wen haben wir denn hier alles? Hm. Zoom, mein Gott. Rechts. So, da steht einer. Und da steht einer. 4 Schüsse, weil er geduckt ist. So, komm schon. Marina. Ein Schuss. Jawohl! Ah! Jetzt so eine Panik. Aber kein Commander bis jetzt. So, dann. Lago, geh mal vor. Du kannst doch bestimmt den Panzer da hinten schon mal abschießen ein bisschen. So. Ich kann ja nicht anvisieren, schade. Verdammt! Das ist. Oh, das hier. Boah, ich hasse es, wenn sowas in Shootern passiert. Wenn man irgendwie vor einem Zaun oder so steht. Man tut eindeutig über den Zaun schießen. Aber man trifft trotzdem irgendwie den Zaun. Camp Defender, ja.
Verlange das Camp. Übrigens, geh raus aus dem Camp. Ja, uns geht's gut. So, wer? Verdammt! Warum klappt das nicht? Unser ultimativer Feind hier. So, dann Nancy. Hier und hier kann man durchgehen. Okay, geh mal mit Alicia. Die ist irgendwie immer so die Erkunderin. Die geht immer irgendwo anders hin, wo sie gar nicht hin soll. Erkennt man ja. So, wie weit schaffen wir es? Schaffen wir es nur so bis dahin? Verdammt, wir werden immer noch von voll vielen Leuten gesehen. Oh, da ist auch ein Panzer, sehe ich gerade. Da. Wendy. Explosion. Outcast. Was? Warum? Und verdammt. Mir hat es nicht gereicht. Okay. Rosie, boah, das Ziehen für ein Gewehr. Sie hat schon immer. Ja, du kannst versteck dich hinter Lago und seiner riesigen Brust. Okay, und Alicia, du kannst mal gucken, wo sich uns das hinführt. Gehen wir mal da unten hin. So. Oder auch nicht. Hier hin. Nein? Okay. Dann nicht. Dann gehen wir weiter. Kann bestimmt nur von der anderen Seite irgendwie so benutzen. Ja, vielleicht muss man irgendwie einen Schalter oder so aktivieren, weiß ich nicht. Da waren ja so orange Zeichen irgendwie auf der Karte. Das sieht man jetzt nicht. Egal. Gegnerischer Zug. Da versteht ihr, da wir müssen einen Zug töten und so. Oh Gott. Oh, nicht der Typ schon wieder. War nicht dieser Typ, der irgendwie seine Familie oder so ehrt oder so? Warum ist der jetzt so böse? Okay. Natürlich kommt der Panzer näher. Wird uns ja nie im Leben treffen, oder? Nee. Abschauen. Na. Oh, auf die Edelweiß hat er gezielt. Und nicht getroffen. Boah, bist du schlecht. Ich kann es nicht glauben, wie schlecht du bist. Und er hat seinen Zug beendet. Geil. Oh mein Gott, meine Flagge. Das war wohl nix. Ach ja. Jeden Zug, der sich bewegen, das weiß ich auch noch. Wenn wir irgendwie in den seine Reichweite kommen, dann schießt er uns volle Möhre ab. Ich weiß aber im Moment nicht, wie man dem ausweicht, aber ich werde schon herausfinden. Auf eine schmerzhafte Weise. Und der zieht irgendwie bei seinen Leuten da irgendwie hin. Okay. So, wenn ich mich nicht irre, dann müssen wir jetzt... Hier... Oh, das sieht man ja schon. Wir müssen hier hin, ne? Das ist noch gut zu erreichen. Dann müssen wir hier den ganzen Weg durchgehen und dahin laufen. Muss man dann irgendwie... Was ist das denn überhaupt? Ah, das ist auch eine Brücke, okay. Kann man auch kaputt machen. Die Brücken müssen übrigens kaputt machen, das weiß ich noch. Aber das machen wir im nächsten Zug. In der nächsten Folge, nicht im nächsten Zug. Ist ja da oben jetzt ein Zug. Oh Gott. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, okay. Dann könnt ihr bis dahin noch lachen. Bis dann, tschüss!